Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Ableitungsregeln für Winkelfunktionen. In diesem Video lernen wir weitere Regeln für eine spezielle Art von Funktionen kennen. Das sind die drei Winkelfunktionen bzw. trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens. Diese drei Funktionen sind auch eine ganz wichtige Art von Funktion, denn sie werden vor allem für periodische Verläufe bzw. Prozesse für Schwingungen und so weiter verwendet. Zunächst schauen wir uns gemeinsam an, was du bereits können solltest. Wichtig ist wiederum, dass du weißt, wie die Ableitung einer Funktion mit Hilfe eines Grenzwertes auch definiert werden kann. Des Weiteren ist vor allem in diesem Video hier auch wichtig, dass du weißt, wie die drei trigonometrischen Funktionen bzw. Winkelfunktionen, das ist Sinus x, Cosinus x und Tangens x, grafisch dargestellt werden können und welche analytischen Eigenschaften, beispielsweise Nullstellen und so weiter, sie besitzen. Welche Ziele werden wir in diesem Video gemeinsam erarbeiten? Wichtig ist natürlich, dass du die drei Ableitungsregeln für diese Winkelfunktionen Sinus x, Cosinus x und Tangens x gut beherrschst und sie auch an konkreten Beispielen auch anwenden kannst. Des Weiteren ist es natürlich auch wieder gut, wenn du auch Summen bzw. Differenzen, in denen auch Winkelfunktionen vorkommen, auch wieder mit Hilfe der Summen und der Differenzenregel und mit Hilfe dieser neu gelernten Regeln, die wir jetzt in diesem Video auch erarbeiten werden, dass du die auch gut ableiten kannst. Zunächst einmal möchte ich mit dir auch wieder eine kurze Wiederholung zu dem machen, was du bereits eigentlich können solltest. Was sind überhaupt diese drei Winkelfunktionen Sinus x, Cosinus x und Tangens x? Die erste Funktion, die wir uns näher anschauen, ist die Sinusfunktion. F von x ist gleich Sinus x, das ist die erste der drei Winkelfunktionen. Und das Charakteristikum jeder Winkelfunktion ist, dass sie periodisch ist. Sie hat einen periodischen Verlauf, das heißt einen immer wiederkehrenden Verlauf, wiederholt sich diese Funktion und die Nullstellen sind bei den x-Werten k mal b. Im Grunde genommen werden trigonometrische Funktionen so angeschrieben, dass ihr Argument, dieses x, jetzt kein Winkel ist, sondern immer in Bogenmaß angegeben wird. Und ganz wichtig für dieses Bogenmaß ist die Kreiszahl pi. Und demnach kann man dann auch alle Nullstellen von dieser Sinusfunktion angeben als alle Vielfachen dieser Kreiszahl pi. Beispielsweise liegt eine Nullstelle bei 0pi, also bei 0, dann bei 1pi, das heißt bei 3,1415, dann bei 2pi, 6,28, 3pi, 4pi und so weiter. Das sind die Nullstellen der Sinusfunktion. Wir haben hier jetzt natürlich bei den trigonometrischen Winkelfunktionen eine andere Einteilung. Das heißt, wir skalieren jetzt diese x-Achse nicht mit 1, 2, 3, sondern es ist sinnvoller, wenn wir sie mit pi oder pi halbe, pi, 2pi, 3pi, 4pi und so weiter skalieren, sodass dann folgender Graph zustande kommt. Das wäre die Sinusfunktion, eine Periodizität hat sie drinnen und diese Nullstellen, die hier auftreten, wo der Graph die x-Achse schneidet, das sind genau alle Vielfachen von pi. Wenn wir uns die zweite Winkelfunktion anschauen, dann ist es die Cosinusfunktion. Die Cosinusfunktion ist sehr stark verwandt mit der Sinusfunktion, nur sie ist ein wenig verschoben entlang der x-Achse. Die zweite Funktion, die Cosinusfunktion, f von x ist gleich Cosinus x, sie hat wiederum dieselbe Eigenschaft, dass sie periodisch ist, also immer wiederkehrenden Verlauf besitzt. Und die Nullstellen liegen jetzt nicht bei allen Vielfachen von pi, sondern die sind verschoben um dieses pi halbe, also pi halbe plus k mal pi. Das heißt, die Nullstellen sind genau um das pi halbe jetzt verschoben, sodass dann folgender Graph auch zustande kommt. Das wäre die Cosinusfunktion, sie ist wieder periodisch, nur jetzt sind diese Nullstellen genau um pi halbe nach links verschoben. Und das ist die Cosinusfunktion. Diese beiden Funktionen hängen eng miteinander zusammen
Und gemeinsam in einem Bruch Sinus x und Cosinus x, das werden wir uns gleich anschauen auch, ergeben sie die dritte wichtige Winkelfunktion, und zwar die Tangensfunktion. F von x ist gleich Tangens x. Sie ist wieder periodisch, diese Tangensfunktion. Die Nullstellen besitzt sie wiederum bei k mal pi, also bei allen Vielfachen von pi. Das kann man sich leicht merken. Das sind dieselben wie bei der Sinusfunktion. Und damit ergibt sich folgender Graph für die Tangensfunktion. Die Tangensfunktion ist auch periodisch. Diese Nullstellen, genau wo so eine kleine Ebene enthalten ist, sind bei allen Vielfachen von Pi, 1Pi, 2Pi, 3Pi und so weiter und so fort. Und ich habe vorher schon angesprochen, dass sich die Tangensfunktion sehr leicht auch als Zusammensetzung der Sinus- und der Cosinusfunktion auch schreiben lässt. Wir können nämlich Tangens x auch anschreiben als Sinus x durch Cosinus x. Das ist die Definition auch des Tangens als Bruch von Sinus x und Cosinus x. Und jetzt sehen wir auch, dass diese Tangensfunktion ja die Nullstellen genau beim Nullstellen des Zählers besitzt, also bei den Nullstellen des Sinus. Deswegen hat der Tangens dieselben Nullstellen wie der Sinus. Und trotzdem treten aber auch Polstellen auf. Das sind Stellen, an denen die Funktion nicht definiert ist, weil hier der Nenner 0 werden kann. Und das sind genau die Nullstellen der Kosinusfunktion. Deshalb schließen wir hier alle x-Werte aus, bei denen genau die Kosinusfunktion ihre Nullstellen besitzt. Und das wäre genau bei Pi halbe plus k mal Pi. Und das sind genau diejenigen Stellen, an denen auch der Graph nach oben bzw. Nach unten unbegrenzt wird, wo er sehr schnell wächst. Und das sind genau Pi halbe, 3 Pi halbe und so weiter und so fort. Das wäre so eine kurze Wiederholung der drei Winkelfunktionen. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Ableitung dieser drei Winkelfunktionen ausschaut, denn wir brauchen diese Ableitung dann auch für praktische Beispiele. Sie werden oft auch in der Mathematik für Schwingungen, für periodische Vorgänge und so weiter, auch in der Elektrotechnik auch verwendet. Und deshalb ist es auch gut, wenn man diese drei Winkelfunktionen kennt und vor allem auch weiß, wie sie auch abgeleitet werden können. Die Ableitung der drei Winkelfunktionen, das sind drei wichtige Regeln, die man sich immer merken sollte. Die Ableitung der Winkelfunktion von Sinus x ist genau Cosinus x. Die Ableitung der Winkelfunktion Cosinus x ist jetzt minus Sinus x. Das heißt, Sinus und Cosinus sind die Funktion, dann die Ableitung immer also Sinus x ist abgeleitet Cosinus x und Cosinus x ist minus Sinus x. Das heißt, diese zwei Funktionen sind eng miteinander verwandt. Nur man muss aufpassen, wenn man den Cosinus x ableitet, dass das minus Sinus x ist. Sinus x ist der Cosinus x abgeleitet. Und der Tangens x für die dritte Winkelfunktion ist die Ableitung 1 durch Cosinus Quadrat von x. Und das ist gleich 1 plus Tangens Quadrat x. Das sind so drei wichtige Regeln, die man sich immer merken sollte. Für Sinus x ist sehr leicht zu merken, dass die Ableitung Cosinus x ist. Für ein Cosinus x kann man sich es auch vielleicht noch leicht merken. Das ist einfach der Sinus x, aber das Negative vom Sinus x, also minus Sinus x. Und ein Tangens, das ist, da ist die Ableitung wahrscheinlich jetzt nicht so einfach zu merken, aber es ist ganz wichtig, dass man sich trotzdem einmal verinnerlicht, damit man weiß, wie das ausschaut. Und das ist 1 durch Cosinus Quadrat x. Das kann man auch schreiben als 1 plus Tangens Quadrat x. Und wie ich schon vorher auch gesagt habe, werden alle Argumente, also alle Argumentwerte x, werden im Bogenmaß angegeben, wo nicht im Gradmaß, was wir vielleicht gewohnt sind, sondern es wird im Bogenmaß angegeben. Das heißt, muss man hier aufpassen, dass das im Bogenmaß angegeben wird, wo eine wichtige zentrale Zahl eben diese Kreiszahl Pi ist. Ich habe dir hier noch den Beweis angeführt, warum 1 plus Tangens Quadrat x gleich 1 durch Cosinus Quadrat x ist. Das findest du auch auf deinem Arbeitsblatt. Und zwar, wenn man jetzt beginnt mit der Funktion 1 plus Tangens Quadrat x, dann kann man ja den Tangens von x anschreiben als Sinus x durch Cosinus x. Der Tangens Quadrat von x ist der Zählerquadrat durch den Nennerquadrat, also das ist 1 plus Sinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x.
Wenn man dann den 1er anschreibt als Cosinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x, das kann man ja kürzen, dann ergibt sich 1. Man hat es aber erweitert um Cosinus Quadrat x jetzt. Dann ist es dasselbe wie der vorletzte Schritt, und zwar Cosinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x. Das kann man auf einem gemeinsamen Nenner bringen und die Rechenregel verwenden, dass Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x im Zähler 1 ergibt, eine ganz wichtige Regel für die Winkelfunktionen, und dann ergibt sich, dass 1 plus Tangens Quadrat x das Ergebnis auf der rechten Seite liefert, 1 durch Cosinus Quadrat x. Schauen wir uns dazu auch ein Beispiel an, wo diese Ableitungsregeln jetzt verwendet werden. Als Übung: ermittle die Ableitungsfunktion dieser Funktion f von x, die hier gegeben ist, wo jetzt drei Teilfunktionen sind, die aus trigonometrischen Winkelfunktionen bestehen. Du kannst diese Übung nun selbstständig machen und auch hierzu das Video stoppen. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Wir haben hier eine Funktion, die aus drei Teilfunktionen besteht, die mit Summen und Differenzen verbunden sind. Und das Erste, was wir hier machen, ist, dass wir uns den zweiten Ausdruck genauer anschauen. Der erste und der dritte, das sind eine ganz normale Winkelfunktion, Sinus x, Cosinus x, die können wir ableiten. Das Problem, was wir beim zweiten Teilfunktion haben, ist folgendes, dass wir sowohl im Zähler als auch im Nenner einen Argumentwert x haben, eine Funktion, wo der Argumentwert eben x ist, wo wir nach x ableiten müssen. Das kennen wir noch nicht. Wir können noch keinen Bruch ableiten, aber wir wissen, dass Sinus x durch Cosinus x sich als Tangens x schreiben lässt. Und das machen wir in unserem ersten Schritt, dass wir das ganz normal noch einmal aufschreiben, die Funktion f von x, gleich 0,2 mal Sinus x plus, und jetzt ist es hier wichtig, plus 5 mal Tangens x minus 3 mal Cosinus x. Wir haben den zweiten Funktionsterm jetzt ein wenig vereinfacht. Jetzt haben wir alle drei Winkelfunktionen hier in dieser Funktion enthalten und jetzt leiten wir sie ab mit Hilfe der vorher erarbeiteten Rechenregeln für die Ableitung. F' von x ist 0,2 mal Cosinus x, denn das Sinus x abgeleitet ist der Cosinus x. Für die zweite Teilfunktion gilt, dass der Tangens x 1 durch Cosinus Quadrat x abgeleitet ist. Also erhalten wir hier plus 5 durch Cosinus Quadrat x. Der 5er, und das ist 0,2, was wir beim Sinus haben, sind multiplikative Faktoren, die beim Ableiten als solche erhalten bleiben. Und schlussendlich die dritte Teilfunktion abgeleitet gilt, dass der Cosinus x ja minus Sinus x ist. Jetzt haben wir aber hier ein minus 3 mal Cosinus x, also wird dieses Minus und das Minus durch die Ableitung zu einem Plus. Das heißt, wir erhalten plus 3 mal den Sinus x. Diese drei Winkelfunktionen mit ihren Ableitungen sind ganz wichtig auch in der Mathematik, und deshalb solltest du dir diese Ableitungsregeln auch immer wieder gut anschauen, denn du wirst sie auch öfters brauchen. In unserem nächsten Video schauen wir uns die Ableitungsregel jetzt für Produkte und Quotienten an. Das heißt, wir betrachten Funktionen, in denen ein Produkt vorkommt, wo zwei Teilfunktionen, in denen x als Argumentwert vorkommt, mit einem Produkt bzw. mit einem Quotienten verbunden sind. Hier gibt es spezielle Regeln, das ist die Produkt- und die Quotientenregel. Bis bald!